Hi there und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Kingdom Hearts Chain of Memories. Ja, ich frage mich da schon gerade so ein bisschen, was da denn jetzt noch bitte passieren soll. Ich meine, bis jetzt war das doch eigentlich so, dass die Endgegner erst in der letzten Tür kamen, was auch immer. Und ja, das war gerade mal die zweite Tür, ne? Da kommt ja noch einer, also. Oder zwei sogar, ich bin mir gerade nicht sicher. Also, boah, was könnte denn schlimmer sein als dieses fette Vieh? Auf jeden Fall haben wir hier schon mal ein bisschen was auf. Ach, das war die fucking Rico-Tür. Ups. Hier lang? Fragezeichen. Wäre so eventuell. Ja, Tatsache, gut. Der Rest dürfte klar sein. Kämpfen brauchen wir eigentlich, glaube ich, nicht, weil wir haben ja hier. Wir haben ja hier schon genug trainiert. Joa. Na, wo ist es? Wo ist er denn? Muss ich hier irgendwie hoch? Nope. Da ist die Tür. Yes. So. Gut, dass wir hier schon mal ein bisschen aufgeräumt haben, wa? Sparen wir uns das auf jeden Fall schon mal. Da bin ich jetzt mal gespannt. Oder war das hier die Stelle? Nee, 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 nee. Das war was anderes. Ja, sieht nicht so aus, als wenn wir hier weiterkommen. Also, ne? Endstation, Sackgasse. Bereit? Dann lass uns das Ding hier zum Shaken bringen. Shake your booty! Es würde einfacher sein, wenn wir jemanden hätten, gegen den wir kämpfen könnten. Perfektes Timing. Sieht so aus, als wenn wir Gesellschaft haben. Ah, okay. Ja, ich habe gerade für einen Moment überlegt, ob Sora das sagt oder ob dann doch. Vielleicht Rico kommt, aber okay. Hey, die Herzlosen wollen uns dabei helfen, hier rauszukommen. Ist das geil. Oh, jetzt kommt's. Also wir müssen Herzlose besiegen. Ja, also wir müssen ganz viele Herzlose kaputt machen und die Anzeige da oben rechts komplett füllen, bevor die Zeit abläuft. Das sollte nicht so schwer sein. Das Problem ist halt wieder, das sind diese Asi-Schadendurche. Und ja, ne? Die können ja pussyhaft weglaufen, aber wir können ja mal das hier einsetzen. Wird uns bestimmt helfen. Sofern die halt, wie gesagt, sich nicht wieder einbuddeln und so. Okay. Komm, das wird doch jetzt machbar sein. Ah, warte, Donald. Setz mal ein bisschen Zauber ein. Können wir mehrere treffen. Bam. Bam. Komm schon. Ja, ich glaube, das haut zeitlich hin. Problem ist halt nur, wie man gerade schön sieht, die Anzeige geht auch wieder zurück. Das ist auch ganz schön assi. Komm, verdammt. Goofy, mach mal was hier. Na, ja, genau. Okay, gleich haben wir's. Gleich haben wir's. Fuck, jetzt muss ich mich wieder aufladen. Nein, 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 nein. Ja. Boah, geht mir nicht auf den Sack. Bam, bam, sidam, sibam. Schabidewido. Verkriecht euch doch mal nicht, ihr Pussys. Mensch. Hört auf, die Spielzeit in die Länge zu ziehen. So, Gubi, mach dich nützlich. Hoffentlich triffst du auch mal was. Ja. Ja, na, klasse. Ha, denkst du. Ha, nein. Okay, das war doof. Bam, bam. Mann, die geht immer wieder zurück. Oh, ich habe noch 10 Sekunden, fällt mir gerade auf, ne? Ich glaube, das wird nichts. Das wird nichts. Das wird nichts. Ah, Gott. Oh ja. Oh ja. Hey, kriege ich jetzt ein Game Over Screen? Okay, Monstro. Bla bla bla. Ja, das war ein Fail. Es hat nicht geklappt. Ich frage mich nur, warum. Liegt vielleicht daran, dass wir die Anzeige nicht gefüllt haben, dass das Spiel einfach zu unfähig ist. Ja,
Er sagt's hier auch nochmal mit seinen eigenen Worten, ne? Ja, wollen wir es nochmal probieren? Ja, ich meine, ne? Macht gerade absolut Sinn. Er sagt, okay. Und schon kommen die Herzlosen. Also Leute, jetzt haben wir's. Sora kann Herzlose beschwören. Holy fuck. Okay, jetzt aber nochmal, ne? So. Oh Mann, ihr Assis. Hört auf euch zu wehren. Ihr seid nur Schattenlurche. Ihr habt gar nicht das Recht, euch zu wehren. Ihr habt gar nicht das Recht, so stark zu sein. Alter Schwede. Alter Schwede, wie ich solche Aufgaben hasse, ne? Erinnert mich so ein bisschen an 358,5 Tage bei Herkules, wo man da diese scheiß Fässer da kaputt machen musste und so eine bestimmte Kombo schaffen musste. Das ist einfach. Sowas ist immer kacke, solche Aufgaben. Oder überhaupt fällt mir auch gerade ein, diese Stealth-Elemente, die da auch in dem Spiel drin sind. Das ist einfach. Wow. Das. Ja, ich weiß nicht, ob die minimal bei Hideo Kojima zu Besuch waren, aber Stealth-Elemente in Kingdom Hearts, entschuldigen mal, aber das ist da irgendwie fehl am Platz, oder nicht? Hallo, würdet ihr mal bitte alle sterben? Ja, 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 genau, es war ja nur ein Level 0, es war ja nur Level 0, ja, oh, gib's mir in den Arsch, ja, mein Gott, ey. Das kann schon wieder so eine Sache hier werden, wo ich mich einfach tierisch aufreige. Ich reig mal hier auf hier. Oh! Obwohl, eigentlich haben wir es ja gleich, ne? Donald, streng dich an. Mach mich stolz. Mach Daddy stolz. Jawohl, dankeschön. Hey, Karte! Dumbo! Natürlich. Dumbo. Kein Kommentar. Was macht Dumbo denn jetzt bitte hier? Hä? Ich bin sowas von auf der Pur. Ach, juck. Es hat geklappt. Monstro wird niesen. Sollte er nicht eigentlich scheißen? Egal. Okay, die kommen jetzt raus, aber was ist jetzt mit den anderen? Sinn? Fragezeichen. Jetzt sind sie doch aber wieder da. Das hat doch nichts gebracht, oder? Oh, jetzt weiß ich, wie es sich anfühlt, aus der Kanone geschossen zu werden. Wo ist Pinocchio und sein Vater? Sie sind weg. Sie müssen wohl sicher rausgekommen sein, natürlich. Ohne dich, Jiminy. Ich, ja, ne, ich dachte, ihr wolltet zusammen flüchten und so. Macht mir nichts aus, zurückgelassen zu werden, solange sie beide safe sind. Natürlich. Du musst eh mit uns mitkommen. Vielleicht braucht Pinocchio mich ja auch nicht. Was meinst du? Diese kleine Puppe hatte ein Problem damit, Unrecht und richtig und zu sagen, aber ja, er hat sich halt gebessert und ne, er braucht mich halt nicht mehr. Der Schüler hat seinen Meister überholt. Ne? Oh Mann, ja. Erinnerst du dich nicht, was Geppetto gesagt hat? Es gibt nichts Besseres, als wieder vereint zu sein mit jemandem, um den man sich sorgt. Ich schätze, Pinocchio zählt die Tage, bis er dich wiedersehen kann. Ich zähle die Stunden, bis wir uns wiedersehen. Weißt du was, du hast vielleicht recht. Er ist Sora, er hat immer recht. Ich bin Sora, ich habe immer recht. Okay, ich schätze mal, dann war's. Da, ja, Tatsache, wow, was sagt denn die Zeit? Ich habe nicht raufgeguckt, verdammt. Das war's, Leute, das war's. Yay. Ich weiß schon, dass da jetzt noch, Twilight Town kommt. Aber ich weiß nicht, wie sie das mit den ganzen Boss-Fights noch regeln wollen. Da sollen jetzt eigentlich noch so viele Bots. Wir kämpfen gegen KI-Einheiten. So viele Bots. Ich kann es heute nicht aussprechen. Endgänger. Ich sag jetzt Endgänger. Es sollen ja noch so viele Endgänger kommen.
Ich hoffe, die haben da jetzt nicht ein Unbalancing drin, aber ich habe eigentlich auch kein Problem damit, die einzeln fertig zu machen und so drei Endgänger hintereinander und so, hey! Too clever. I'm Lartzine. So, are you enjoying your stay at the castle? I bet it's nice to peel away all the worthless memories and awaken the true memories that lie deep in your heart. True memories? Although, it seems that you're still forgetting the most important thing here. When that poor girl hears that you've forgotten her name, why, it'll break her heart. Poor girl. Do you know her? Is she here? Yes, she is. You see, the bad guys are holding her captive somewhere deep inside the castle. And you obviously are the hero, so you have to go save her. Although... I'm a bad guy, so you have to go through me. Sora! What's that? Is that thing mine? What a shame! You've been wearing it all this time and forgot? No, that's not possible. The memory has to be engraved somewhere deep inside your heart. Sora, you think carefully now. What, oh what, could it be? And who gave it to you? Meh. Sora, Sora, you're getting it now. Release the memory from within your heart. Namine. Well, it's about time. That's right, Namine. Yes, she's the one that gave you that tacky little good luck charm. Not that you even bothered to remember. No surprise, seeing as you also couldn't remember her name. Talk about heartless. I can't believe you. It'd serve you right if I decided to smash this piece of junk. Let it go! Namine gave me this. It's very important to me. Oh, it's important to you. Ten seconds ago, you didn't even know what it was. Wo sie recht hat, hat sie recht. Das wird ja immer komischer hier. Ah, ja, meine Lieblingsmusik. Oh, wie ich diese Musik liebe, ne? Wow, also ich behaupte jetzt einfach mal, dass das Spiel jetzt erst richtig losgeht. Ich meine, hey. Das ist halt immer so dieser Nachteil an den ganzen Kingdom Hearts Spielen, dass die Story einfach so unglaublich in die Länge gezogen wird. Also also wenn sie voranschreitet, dann richtig, aber halt, ne, diese ganzen Welten und so, das ist halt mal, ja, ne, ihr wisst, was ich meine. Wow, dann muss ich erstmal hier ein bisschen aufpassen, was ich hier mache. Das Dumme ist, ich höre das Ding gar nicht, weil ich sie hier mit meinem Gelaber versau. Also von ihr würde ich ja gern mal, also sie ist ja niemand, ne? Von ihr würde ich ja mal gerne die Person wissen, also, ne? Wie sie war, bevor dieser Niemand hier entstand. Stimmt, so eine achtjährige Zicke oder so, so sieht die aus. Das einzige Mädel in der Orga und, ja, irgendwie hätte ich doch mal angreifen sollen, ne? Aber, ja. Ich doch nicht. Nein, ich bin Pazifist, Mann.
Nachdem ich 10.000 Herzlose getötet habe, aber es waren halt Herzlose, ne? Okay, jetzt aber, jetzt ist Schluss hier. Nach dieser Cutscene, nein, nochmal. Wir haben's ja nicht. Wir haben's absolut nicht. Mit der Party ein bisschen länger. Kann ich den Part Bosskampf Laxerne nennen. Wie auch immer. Jetzt auf die Fresse. Ich schlag zwar ungern Mädchen, aber gut, ich mach's ja nicht. Das ist ja Sora. Obwohl, das ist der Widerspruch. Ich heiße ja Sora. Ach, verdammt. Ich habe mir den falschen Namen ausgesucht. Ich bin ein Mädchenschläger. Nein. Sora, wieso versaust du mir meine Karriere? Bam, bam, bam. Bam. Na. Lach nicht so blöde. Mann. Okay, probieren wir's mal hier mit. Cookie Smash. Auf die Fresse, yes! Bam! Okay, ja, ja, ist gut. Ich weiß, du stehst auf den kleinen Sora, aber das ist, ja, 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 Moment, ich konnte einfach. So, zack. Ja, ja! Man merkt aber, die hat nicht unbedingt so die krassen Karten. Aber dafür hat sie eine Menge und sie ist sehr schnell. Und what the fuck, was... Hör auf damit. Sei ein braves... Sei eine brave Zicke. Au, au, ja. Na, ich komme nicht zum Aufladen. Ja, würdest du mal wieder aufhören? Okay, ja. Auf die Fresse, jetzt! Yes. Bam. Goofy ist gut. Goofy ist sehr gut. Hier, jetzt kriegst du aufs Maul. Haluken, yes! You're a lot of fun. What the fuck? Wollt ihr sie gerade ernsthaft Mega Heal machen? Habe ich das gerade richtig gelesen? Alter, ich schwöre, wenn die Alte sich heilt, dann gibt's aber Backpfeifen. Boah. Also was ich ja mal überhaupt nicht leiden kann, ist wenn ein Endgegner, der so scheiße nervt, sich heilen kann, ne? Oder überhaupt, was tickst du gerade so aus, Alter? Lass mich doch mal mich aufladen, Alte. Komm klar in deinem Leben. Okay, jetzt hier. Ah, das war Asi. Ja, 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 super Move. Oh ja, horny. Horny. I'm getting so horny. Oh ja, Level 9 ist scheiße. So. Ja, ich habe ein Herz, ich weiß. Au. Aber was ich bei dem Lied vermisse hier bei der Version ist dieses Dam 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 Bam 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 Bam. Das ist das eigentlich, was ich am besten an diesem Lied fand. Genau das ist hier wieder nicht drin, weil das ist wieder so typisch. Das ist wieder dieser Raven-Effekt, ne? Also für die es jetzt noch nicht wissen, Raven ist mein richtiger Spitzname und ne, Rabe versteht sich. Bringt Unglück, bringt den Tod. Mega Volt, okay. Vielleicht war das, was ich vorhin als Mega Heal interpretiert habe. Sora, wieso hast du nicht deinen Job gemacht? Bist du bescheuert? Ja, Alter, ich schwöre dir, auf, nein, boah, Alter. Stirb, lass mich in Ruhe. Nein, Alter. Geh sterben. Alter, das wär's jetzt gewesen. Ich hätte ja so abgekotzt, ne? Aber richtig. Boah, aufs Maul, ey. Boah. Hey, was soll... Blitz? Ach so, stimmt, das hatten wir doch gar nicht. Hey, ist mir gar nicht aufgefallen. Hey! You're not as bad as I thought. You really are a hero. A heartless hero. Who asked you? Oh, does it hurt because it's the truth? You are just a baby. And if you're gonna be a baby, then here you go. I created another card from your memories, you know. Be a good boy and say thanks. Ta-ta. Wait, Larxene!
Don't you dare hide from me! Show yourself! Oh, der kann ja richtig ausrasten, der Junge. Hey! Sora, calm down! She's not coming back! Sora? I hate this. Why'd I need someone like that to bring back Naminé's memory? Was? Alter. Oh. So viel zu dem Thema. Wir seien schon, ja. Na, was habt ihr zu sagen, Leute? Wie der ausrasten kann, ne? So habe ich den ja auch noch nicht erlebt. Naminé, so, das ist also ihr Name. Bist du nicht froh, dass du dich wieder dran erinnern kannst? Ja, genau. Wer kümmert sich denn eh um die bösen Leute? Also, wen interessiert's? Also, mich schon. Ich mag die Orga. Whew. Throwing that battle wore me out. Really? It looked to me like you just plain lost. How dare you? You don't appreciate the nuances of... An ungainly effort. Vexen? Der Wichser! How could you be humbled by someone of such limited significance? You shame the organization. How can we help you, Vexen? It's not very often we see you topside. I came to lend you a hand. You obviously believe this Sora has much potential, but I remain unconvinced he is truly worth such coddling. I think an experiment would show if he really is of any value to us. Well, here we go again. It's just an excuse, so you can carry out your little experiments, that's all. I'm a scientist. Experiments are what I do. Yes. Whatever. You can do what you want. But you know, I think testing Sora is just a cover for testing your valet. Valet? He's the product of pure research. What he actually is a toy. You should just learn to be quiet. Anyway, since you came all this way, you're gonna need this. A humble gift to my elder. I hope you use it to put on a very good show for us. We don't have time! They've got Naminé! We gotta rescue her! Whew! Sora sure does seem like he's upset. You'd be too! He just remembered a friend, but found out she's in trouble. Good point. I guess if we heard that the king was in danger, we would be pretty upset about that too. Ich wollte gerade irgendwas sagen, aber ne, ihr kennt das ja. Ach ja, genau, ja, also mein Gehirn ist da schon leicht ein bisschen manipuliert, ne, durch diese ganzen Kingdom Hearts Verarschung. Oh mein Gott, das ist Wichsen, das ist Wichsen, nicht Wechsen. Oh ja, immer wieder schön solche Verarschungen und Parodien. Ja, Leute, oh, ja, ich glaube, das passt. Ich werde mal nur kurz gucken, was das jetzt alles für Karten waren, die wir bekommen haben. Was sagt ihr? Jeder Freund von dir ist doch mein Freund. Freund von uns. Lass uns Naminé helfen. Komm schon, Sora, wir müssen Naminé retten von den bösen, bösen, bösen Leuten. Naja, wenn ihr meint. Okay, was haben wir denn hier? Lalalala. Also, Atlant... Oh, was? Ehrlich, das kommt wirklich alles noch? Hätte ich jetzt nicht gedacht. Wunderland war ja wieder klar. Holobastion freue ich mich ein bisschen drauf. Fand ich eigentlich gar nicht so schlecht. Was? Der 100 Morgenwald. Was? What the fuck? Du willst ja nicht ehrlich erzählen, dass wir da kämpfen, oder?
Ja, okay, das finden wir dann beim nächsten Mal raus. Wow, das flasht mich jetzt ein bisschen. Ja. Hoffentlich können wir dann aber noch zwischendurch gegen die kämpfen. Ne? Nicht, dass wir jetzt wieder vier Welten machen und so. Ich würde mal sagen, das war's heute mit Let's Play Kingdom Hearts Chain of Memories. Seid auch beim nächsten Mal wieder dabei, wenn wir wieder Welten bereisen und dann die Orga verprügeln. Und ja, see ya.